Es geht weiter mit meiner Serie zu dem Spiel Man of Medan. In Folge 5 wurden wir Zeuge, wie unsere jungen Taucher immer tiefer in das Schiff eindringen, doch was sie finden, ist der blanke Horror. Särge mit dicken Ketten, Geistererscheinungen und dann noch die Piraten im Nacken. Es sieht wahrlich nicht gut aus für die Truppe. Doch aufgeben ist keine Option. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich wünsche euch viel Spaß. Aber was? Auch geschehen wird. Otto finde ich gut. Was machst du denn? Hör auf! Brad! Brad, stopp! Was zum Teufel? Bist du okay? Danke. Das wär's gewesen. Wir müssen weg. Er ist noch da, dieser Typ. Ihr wolltet mich überraschen mit dem ganzen Piraten-Abenteuer-Ding. Und ich muss sagen, das war eine gute Idee. Ganz ehrlich. Ich meine, die ist lustig. Echt lustig. Aber die angeheuerten Typen treiben es einfach zu weit. Ich weiß ja. Ihr wolltet nicht viel ausgeben, aber das... Man kriegt diese Typen, die nicht gerade die Besten sind. Und sie treiben es zu weit. Wisst ihr, was ich meine? Wenn ihr also die Typen loswerden wollt... Dann bin ich dabei. Ich meine, diese Typen sind verdammt irre. Die jagen uns durch ein Schiff. Ah.
die anderen finden. Irgendwas treibt Spielchen mit mir. Spielchen, Mann. Es treibt Spielchen. Ich muss die anderen finden. Was immer es ist. Es treibt Spielchen mit mir. Worten Taten folgen, hat das wohl nicht so. Ja, ich muss nachsehen, was hinter der Tür ist, oder? Absolut. Oder doch nicht? Doch, ich muss. Tja, so ein Mist. Wie soll ich das verdammte Ding aufbrechen? Hat immerhin etwas Gewicht. Genug für die Tür. Thank you.
Komm schon, bitte. Ich bin's, sieh mich an. Ich bin Fliss. Siehst du Fliss? Fliss. Mich zu Tode erschreckt. Komm schon, wir müssen weiter. Finden wir die anderen. Scheiße. Prinzessin, liebst du mich etwa nicht mehr? Was heißt das dann? Ist es mit uns vorbei? Hier ist das nicht sicher. Sind wir sicher? Alles gut, denke ich. Was zum Teufel war da mit dir los? Fred, du bist ausgeflippt, voll heftig. Du wolltest mich töten. Was sagst du? Komm schon. Nein, im Ernst, das ist lächerlich. Was ist nur auf dem verdammten Kahn los? Ich habe echt das Gefühl, dass da irgendwas... Was Böses, etwas wirklich Böses am Werk ist. Gehen wir das Ganze doch ruhig und vernünftig an, okay? Was ich dort gesehen habe, da waren diese alten Soldaten. Sie lagen überall, sie waren tot, doch dann standen sie auf. Das klingt gerade gar nicht mal so verrückt. Also da war diese uralte Lady. Ich meine, alt wie ein Relikt aus der Steinzeit. Alex war nicht der Einzige, Alex. Wovon redest du da? Da liefen so Dinger herum mit seinem Gesicht, mit Alex' Gesicht. Es war so furchtbar. Julia, ich würde doch nie... Das weißt du doch. Ja, ich weiß, aber... Auszeit, okay? Der abgefuckte Kahn ist doch nicht normal. Das denkt doch nicht nur ich. Ich meine, irgendwas geht hier vor sich. Also, was wissen wir sicher? Woran sind wir uns einig? Bin ich verrückt oder sind wir auf einem Geisterschiff? Als ob es die gibt und wir sind ausgerechnet auf einem und der Himmel hilf uns, wir sind total am Arsch! Das wollte ich auch gerade sagen. Wir sind nicht die Ersten, die hier komisches Zeug sehen. Es scheint, dass auch die Wachen panische Angst vor etwas hatten, das sie im Frachtraum sahen. Was denkt ihr, ist wirklich mit dem Kahn hier passiert? Es ist ein verdammtes Mysterium. Die Zeitung war von 1947. Ich habe ein Logbuch von einem Crewmitglied gesehen. Das Schiff geriet wohl in einen echt monströsen Sturm. Habt ihr Gold gesehen irgendwo? Mandschurei-Gold ist in Wahrheit kein Gold. Es ist eine Chemikalie, die den ganzen Frachtraum 2 kontaminiert. Ja, ich bin sicher, dass unsere freundlichen Fischer auch etwas anderes erwartet haben.
Die werden sich freuen. Was ist mit der Besatzung passiert? Wo sind sie alle? Das hier ist mehr ein Mausoleum als ein Schiff. Woher stammen die ganzen Leichen? Es sieht so aus, als könnte man echt vor Angst sterben. Denn ich glaube, genau das ist den Männern hier passiert. Wir wissen mehr als vorher. Wenigstens etwas. Die Zeit wird knapp. Wir müssen uns jetzt entscheiden. Wir müssen hier weg. Ohne die Verteilerkappe kommen wir hier nicht weg. Wir brauchen sie. Moment. Hier muss doch ein Funkgerät sein. Das könnten wir benutzen. Ja klar, sofern es noch funktioniert. Mal sehen, wie wir darauf kommen. Wir müssen von diesem Schiff weg. Kein Witz. Ich glaube, wir sind komplett am Arsch. Toll. Die wären nützlich ohne die ganzen Lecks. Hey, wie wär's mit etwas Hilfe? Ich glaub, da geht's nach oben. Hilf mir hoch. Ich zieh dich hoch. Also hier? Hier habe ich vorhin Conrad verfolgt. Kam mir auch bekannt vor. Hier drüben. Hier kommen wir durch. Stimmt was nicht. Wenn man nach San Francisco will, ist diese Route total verrückt. Sieht so aus, als wollten sie sich anschleichen. Guck mal. Das Funkgerät des Schiffes soll die armen Seelen retten. Hoffen wir mal, dass es ihnen gelingt, das alte Ding zum Laufen zu bringen. Wenigstens sind jetzt alle wieder zusammen und auch in Sachen Mandschureigold sind wir ein wenig schlauer. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen. Wenn, dann lasst gerne ein Like und Abo da und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Otto Normalo.